Guten Abend. Gut ist's gegangen, wenig ist geschehen. Die Demonstrationen gegen den Akademikerball der FPÖ in der Hofburg sind laut Polizei weitgehend friedlich über die Bühne gegangen. Der Offensive gegen rechts ist es offenbar gelungen, sich wie angekündigt auf die Inhalte zu konzentrieren. Stefanie Leodolter fasst zusammen. Nazis raus! Auch dieser junge Mann aus Irland hat die Botschaft der Offensive gegen rechts verstanden. Zur Einstimmung für alle, unmittelbar vor Demobeginn beim Schottentor. Rassistisch, sexistisch, ekelhaft. Das ist die deutsche Burschenschaft. Ich wünsche uns eine tolle, friedliche, laute Demo. Gesagt, getan. Laut Polizei 5000, laut Veranstalter 8000 Menschen ziehen laut protestierend durch die Stadt. Besorgte Blicke aus Innenstadtgeschäften bleiben unbegründet. Demonstrieren statt demolieren, lautet offenbar die Devise. Der Protest richtet sich gegen den Akademikerball als Vernetzungstreffen und die Salonfähigkeit einer rechten Gesinnung, heißt es vom Veranstalter. Zeitgleich vor der Hofburg. Einerseits kommen Ballgäste an, andererseits veranstaltet die Initiative Jetzt Zeichen setzen, deren friedlichen Protest. Hier ist das demokratische Österreich, während 2800 Polizisten 500 Menschen beim Tanzen unterstützen. Denn stimmt die Rechnung der Polizei, dann kommt mindestens auf jeden zweiten Demonstranten ein Mensch in Uniform. 2800 Einsatzkräfte sind in der Stadt unterwegs. 29 Polizisten waren mit Kamera ausgestattet, um den Einsatz evaluieren zu können, heißt es von der Polizei. Das sollte rasch möglich sein, außer einigen kleinen Sitzstreiks und 9 vorläufigen Festnahmen wegen aggressiven Verhaltens ist es ruhig und dank MA48 auch sauber geblieben.